Wär der Beat meine Ehefrau, dann wäre ich Ike Turner. Ich reim Wörter, lebe in einer Welt voller Einhörner. Volle Goblins und Nobbits, ich kenn das Monster von Loch Ness. Wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen und da sind Pommes. Mach ein Wettrennen mit Batman, Rick Ike mit Hulk. Jetzt ist er drin im Körper. Besucher SOS, Kinderdörfer mit dem Silver Surfer. Was ist der Sinn der Wörter? Ich bin der Gestörter. Und wenn ihr meine Stimme gehört habt, dann bin ich nicht mehr ein Killer-Mörder, der sich zufällig im Morgen im Keller verirrt hat. Wohin ich mich teleportiert hab, nachdem ich Dr. Doom in eine Zelle gesperrt hab. Und Superwoman meine Pelle im Wert hat. Gesunde Fantasie, da gibt es keinen Rapper, der mehr hat. Und ich will gegen Kevin 11 eine Battle rappen. Mit in dem 7-Eleven, ich sollte lieber mein Level checken. Und sagte der Produzenten, bleib auf dem Teppich wie Simba, weil er so schrecklich rumklimpert, was dich beim Rappen bloß hindert. Rapper rappen behindert, alles nur Babalapap. Ich hab Beats, fett wie Jabba da hat, schreibe noch rein. What? Fuck in den Takt, Ende des Alter bist du mit zum Rapper geboren, spitz mal besser die Ohren, denn keiner hier kann besser bevor. Wahrscheinlich soll sie sein, ich lass sie auf Verholzen. Einer von mir rollt Professor Weeks in seinem Rollstuhl rein. Und ich denk, wow, wer ist diese Frau? Jean Grey, normalerweise bin ich ein Teamplayer. Rapper, jetzt gerade nicht, sage ich dem DJ. Ich will jetzt mit Jean Grey Tango tanzen. Sie will mit Rambo tanzen, also spiel ein bisschen Enrique Iglesias, ich hab ein paar Platten von eBay. Auf einmal kommt Iron Man, sagt, das ist Fire Time. Komm, wir kommen in eine Band, wir nennen sie Iron Man. Featuring Happy Deluxe. Ich sag, nein, wir nennen sie lieber Happy Deluxe. Featuring Iron Man. Freddy Krüger sagt, dass er gerne Merchandiser wäre. Ich sag, das wird leider schwer. Ruhig einer von euch anfangen, ist schon okay. Ich hasse das, ich hasse wirklich. Ich hasse diesen Blick von Sido, wenn er so nicht lacht, sondern einfach so ernst guckt, weil er genau weiß, Rapper, Sido, Timmer's durch. Aber siehst du dieses Glänzen in meinen Augen? Siehst du dieses goldene Funkeln um mich herum? Siehst du das? Warte, jetzt kommt's. Da doch, da ist es, ja. Weißt du, was das ist? Was ist es denn? Das ist Hoffnung, mein Freund. Weißt du? Okay. Wirklich? Wie ist dein Name? Okay, jetzt erstmal durchatmen. Ja. Hi. Also, ich bin Fahrmann Isaif. Ich komme aus Mainz, bin 24 Jahre alt. And now I'm here. Yes, zu Recht. Dankeschön. Ich fand das unfassbar gut. Du hast sehr, 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 sehr gut gerappt. Du hast es nicht nur richtig, richtig gut auf den Punkt gerappt, ich fand auch den Chorus gut gesungen. Und du bist Rapper, hier ist unter uns Vieren ist nur ein Rapper. Und Sido. Und ja. Aber fandst du gut, willst du damit sagen, du fandst es gut, du hättest ihn gerne in deinem Team? Ja. Also wenn du irgendwie so ein Lied von Samy Deluxe auswählst, wir wissen alle, das ist nicht leicht. Unmengen an Wörter. Und das hat mich beeindruckt. Mit so selbstbewusst und so Präsenz da, irgendwie so diesen Raum einfach zum Rocken gebracht hat. Und The Voice of Germany heißt nicht nur singen, es heißt irgendwie so The Voice. Alice, willst du auch noch mal was sagen? Ja, ich sag auch mal was dazu. Also ich fand es ziemlich beeindruckend, wie schnell du die Words gespittet hast. Die Hälfte habe ich leider nicht verstanden, aber ich glaube, das ist bei Rap gar nicht so wichtig. Also, wow. Weiß ich nicht. Nein, nein, nein! Nein, also, ich weiß ich nicht. Nein. Also, nee, aber bei Rap-Musik, da geht es hauptsächlich um das, was du sagst. Ja, klar, ja, das ist mir schon... Es ist mir schon klar, aber wenn du zum Beispiel... Okay, also ich bin halt nicht aus Deutschland und deshalb habe ich das vielleicht nicht so ganz verstanden. Aber trotzdem würde ich mich freuen, auch wenn du zu mir kommen willst. Ich weiß, ich habe es jetzt nicht sehr überzeugend rübergebracht. Ich glaube, mit dir hat sogar mal hier ein Rapper Chancen, richtig abzuräumen, vielleicht sogar zu gewinnen. Okay, ich fand's Bombe, du musst unbedingt in mein Team. Was ist das für eine Frage? Danke dir. Du singst auch sehr gut, was ein großer Danke. Vorteil ist. Da kann man die Leute noch mal überraschen. Ich würde sehr gerne auch hier von dir mal was Eigenes hören. Dafür würde ich mich einsetzen. Und ansonsten werden wir, wenn du in mein Team kommst, lange zusammen in dieser Show hier verbringen. Alles klar. Okay.
Kann ich was vorschlagen? Weil wir sind alle benachteiligt hier gerade. Ne? Wir sind alle benachteiligt außer Sido. Eigentlich steht er da oder sitzt er da gerade und sagt, ich bin der bessere Coach für dich. Hat er recht. Aber kennst du eine Nummer von Sido? Ja. Welche könntest du mit Selbstbewusstsein da vorne jetzt? Mit Selbstbewusstsein? Ja. Warum machst du das jetzt mit ihm? Ich will jetzt sehen, ist der Student der Meister oder der Meister der Student halt einfach? Also theoretisch könnte ich Der Himmel soll warten mit dir und Adel Tawil. Habt ihr Bock zusammen? Also wenn jetzt keiner den Refrain singt, macht singst du den Refrain? Singst du den Refrain? Ich kann es mal probieren. Oder du? Ich kann singst auch den, dann komm auch hoch. Komm. Ja, yeah! Ist doch kein Ding für euch, oder? Ist doch für euch kein Ding. Das ist so krass, er ist so krass. Alles klar. Wow. Mark Foster, you impress. Kein Problem. Na bitte, da ist er. Wer den kennt, kann gerne mitmachen jetzt. Lass uns nicht hängen hier. Alle! Wie bitte? Kommt schon, alle jetzt! Warte kurz, guck mich an, siehst du das? Ich bin cool, wieso das? Ich freu mir riesenlos. Ich mach das hier für die Leute, die das hier lieben. Lass mich einfach in Frieden, wenn ihr Sido hast. Punkt aus. Ich bin ein gemachter Mann, guck was ich erreicht hab. Eigentlich könnte man sagen, so wie es ist, reicht das. Aber es reicht nicht, nein, ich kann nicht bescheiden sein. Ich will so vieles noch erleben vor dem Geisenheim. Ich will den Jackpot im Lotto gewinnen und damit alle meine Schäfchen ins Trockene bringen. Ich will high und frei sein wie eine Flocke im Wind. Ansonsten schrei ich wie ein bockiges Kind und dann ist wieder eklig. Ich hab schon viel erledigt, doch ich hab noch so viel vor. Und ihr alle guckt mir dabei zu auf eurem Monitor. Bis sie mir irgendwann das große Licht ausschalten. Doch der Himmel muss es erstmal ohne mich aushalten. Fuck. Ich ruf es nach oben. Was? Der Himmel soll warten. Yeah. Denn ich hab doch was vor. Und ihr? Der Himmel muss warten. Schön. Wenn alles vorbei ist, nimm mir den Atem. Denn noch bleib ich hier. Und ihr? Der Himmel muss warten. Warte mal, stopp, du kannst mich noch nicht gehen lassen. Nimm dir doch lieber diese Emos, die ihr Leben hassen. Ich bin noch lange nicht fertig, es fängt doch gerade an. Ich hab am Sack doch gerade mal Haare dran. Drei Stück. Ich will meinen Sohn wachsen sehen, ich will eine Tochter. Und dann nach 9 Monaten von mir aus gleich nochmal. Ich will ein Haus, einen Affen und ein Pferd. Lass mich machen, all das werde ich schaffen und noch mehr. Yeah. Ich will Karriere machen, ich will noch weiter hoch. Ich will in China mal einen Hund kosten, einfach so. Ich will nach Las Vegas, alles was ich hab auf Rot. Aus, weg, Pferd, weg, Klappe zu, Affe tot. Ich will zur Ruhe kommen, kein Streit, kein Stress. Vorausgesetzt, dass man mir noch ein bisschen Zeit lässt. Wenn ich dann fertig bin, hol mich nach Haus. Doch bis dahin kommst du gut ohne mich aus. Und ich sing Halleluja. Ich rufe es nach oben. Was? Der Himmel soll warten. Yeah. Denn ich hab noch was vor. Und ihr? Der Himmel muss warten. Wenn alles vorbei ist, schön. Nimm mir den Atem. Doch noch bleib ich hier. Und ihr? Der Himmel muss warten. Schön! Ihr seid der Hammer. Und jetzt denk dran, wer dir diese Battle geschenkt hat. Nee, also überlegt euch, was gerade jetzt passiert ist. Sei jetzt klug. Also jetzt kommt der Zeitpunkt, oder was? Ich finde schon. Alright. Also als allererstes, ihr seid alle der Hammer und es hat mir gerade einen riesen Spaß gemacht, mit euch beiden zu performen. Aber man denkt natürlich vorher auch immer nach, was willst du, wie willst du weitergehen, zu wem willst du gehen? Ja doch, eigentlich bin ich mir sicher. Setz dich hin, der hat nicht entschieden. Das ist so ekelhaft. Setz dich hin. Gib ihm eine Chance. Wirklich, ey. Ja.
Ich hab nen kleinen Knubbel am Hinterkopf. Der tut nicht weh, macht doch keinen Sinn, war aber immer dort. Oh! Ich geh zu Marc. Yes, man! Sorry. Digga! Oh, das feier ich aber sehr.